Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das mache ich jetzt heute einfach mal, weil ich nämlich heute mit Stella den ganzen Tag wieder unterwegs sein werde. Ich möchte vorab was sagen. Ich möchte bitte keine Kommentare zu meinen Haaren lesen. Ich hatte das letzte halbe, dreiviertel Jahr ungefähr einen Undercut, den ich nicht mehr haben möchte. Und der wächst jetzt raus. Und deswegen sehen meine Haare so komisch aus, wenn ich die zumache. Das ist das Erste und Einzige, was ich dazu sage. Bevor jemand in den Kommentaren schreibt, was ist mit deinen Haaren passiert, ne? Also, die müssen auf jeden Fall rauswachsen jetzt. Die ist halt, naja, es dauert noch ein Stück. Stelly ist heute zu Hause. Und zeig ich doch mal mit. Da hinten, ja. Wir müssen dich nicht so oft in die Kamera halten. So, auf jeden Fall fahren wir jetzt nach Gera, wir wohnen ja nicht mehr in Gera, weil ich muss zur Zahnchirurgie, weil meine Fäden gezogen werden. Für die, die mir auf Instagram folgen, wissen das, im letzten Video habe ich ja erzählt, dass ich eine Zahn-OP hatte, die war letzte Woche. Da kann ich euch später nochmal ein bisschen was dazu erzählen. Auf jeden Fall werden heute die Fäden gezogen. Und da fahren wir jetzt nach Gera. Genau, und ich bin zurzeit absolut immer nur im Schlabberlook unterwegs. Ich weiß nicht warum, ich habe zurzeit keine Lust, mich fertig zu machen. Auf jeden Fall fahren wir jetzt los. Mein Papa holt uns jetzt ab, der fährt uns schnell nach Gera. Ich brauche übrigens unbedingt wieder ein Auto. Aber auf der anderen Seite werde ich wahrscheinlich nie fahren mit dem Auto, wenn ich es habe, weil ich mich nicht traue. Aber dazu auch mal ein andermal mehr. Wir machen uns jetzt auf jeden Fall fertig und starten erstmal. Wir waren jetzt beim Zahnarzt. Meine Fäden sind jetzt raus. Ein Glück, sage ich euch. Die haben nämlich gepiepst die ganze Zeit. Wir haben unsere Roller übrigens mitgenommen. Stella ihren und ich meinen. Und ja, der ist super cool. Ja, super cool. Habt ihr ihn gesehen? Und ich habe mir ja auch einen Roller gekauft. Das wisst ihr ja noch gar nicht, ne? Damit ich Stella nicht immer hinterher rennen muss. Ich finde das eigentlich ganz cool. Einen für Erwachsene. So, und wir rollern jetzt, wenn ich einmal in Gera bin, besuche ich jetzt noch meine hochschwangere beste Freundin, weil die wohnt hier um die Ecke. Es ist ein Stück, also wir müssen jetzt schon ein ganzes Stück rollern. Ihr wisst hier, mein Herz, aber wir schaffen das. Und wir besuchen die jetzt noch, essen mit ihr und danach fahren wir zu meiner Schwiegermutti, weil die wollen wir nämlich heute auch mal besuchen. Und mein Mann nimmt uns heute Nachmittag wieder mit nach Hause. Ja, und jetzt rollern wir erstmal los und suchen was zu essen. Wir haben nämlich Hunger. So, jetzt habe ich, oh, ich muss ein bisschen weiter weghalten, ich habe das Stativ nicht mit. Jetzt Stella noch kurz. Auf dem Spielplatz. Wir sind leider auch an einem Spielplatz vorbeigekommen. Also leider in Anführungsstrichen. Aber hier muss man natürlich noch kurz anhalten. Stelly will kurz klettern. Wo ist sie denn? Schon ganz oben wieder. Ich wollte euch noch kurz, ganz kurz einfach mal so ein Angst-Update geben. Also ihr seht ja, zumindest für die, die mir auch auf Instagram folgen, die haben gesehen, dass ich in letzter Zeit wieder öfter tatsächlich draußen unterwegs bin. Ich sag euch ganz offen und ehrlich, warum. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt kann, ohne zu heulen. Ich habe sehr, sehr viel in dem Leben meiner Tochter verpasst, weil ich mit meiner Tochter nur drin war und andere Leute mit meinem Kind unterwegs waren, Sachen erlebt haben und mein Kind nur noch, oder die Stelly, mein Kind, wie das immer klingt, die Stelly nur noch erzählt hat, oh, ich habe mit der Oma das gemacht, ich habe mit dem und dem das gemacht, ich habe mit dem und dem das gemacht. Das war nicht schön. Das sage ich euch, das hat sehr, sehr wehgetan. Und so schwer wie das für mich ist, ich kann euch sagen, mein Herz rast. Mir geht es immer nicht gut dabei, wenn ich das hier mache, aber ich mache es für Stella, weil ich Sachen möchte, wo sie sich daran erinnert, wo sie weiß, sie hat das mit ihrer Mama erlebt und sie hat das und das gemacht und deswegen ziehe ich das gerade so krass durch. Ja? Ja? Kannst du? Und deswegen ziehe ich das eben gerade so krass durch und will einfach viel schaffen. Ja, und das hat sich halt heute angeboten, weil ich eh den Termin hatte zum Fädenziehen. Dass ich Stella heute zu Hause gelassen habe und jetzt fahren wir, wie gesagt, zu meiner Freundin. Die ist ja hochschwanger, meine beste Freundin. Und es dauert nicht mehr lange, kommt das Baby. Wir freuen uns schon alle sehr, 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 sehr doll, wenn es dann endlich da ist. Und weil es ihr zurzeit nicht so gut geht, also man kennt das so, alle, die schon mal schwanger waren, so die letzten zwei Wochen, drei Wochen, die sind hart. Und deswegen besuchen wir sie heute und sie kommt immer zu mir, immer. Ich habe noch nie mit ihr bei ihr zu Hause gefrühstückt. Noch nie, weil wir das immer bei mir machen, weil sie immer zu mir kommt. Und deswegen bin ich heute auch sehr, sehr stolz, dass ich zu ihr jetzt fahren kann. Wir waren gerade beim Bäcker, wir waren gerade in der Arkaden gewesen, haben Brötchen geholt und also frühstücken. Das ist jetzt mittlerweile um 11, aber verspätetes Frühstück. Und wir essen jetzt schön zusammen und danach will ich heute noch meine Schwiegermutti besuchen, weil auch die immer nur zu mir kommt. Und so schwer wie mir das wirklich alles fällt, ich bin abends fix und fertig.
aber ich möchte einfach wieder Dinge erleben, ich möchte wieder irgendwas machen und ich möchte dieser Angst entgegenwirken, auch wenn sie immer wieder kommt und mich immer wieder trifft. Und es gibt auch Tage, auch im Urlaub hatte ich Situationen, die ganz, ganz schwierig waren. Wir waren jetzt vor ein paar Wochen im Urlaub, wo es nicht ging bei mir, wo ich gesagt habe, nee, es geht nicht mehr, es ist Grenze. Das kommt immer wieder, das kommt auch gar nicht so selten, aber ich möchte wieder durchziehen. So, jetzt sammle ich Stella ein, weil wir müssen los. Meine Freundin wartet und ich habe Hunger. Wir fahren gerade Bus, aber weil hier so viele Leute sind, muss ich mich gerade mal ein bisschen nach... Boah, das schaukelt, Leute. Also Busfahren ist ja so gar nicht so mein Ding, ne? Aber wir sitzen ganz hinten im Bus, so wie sich das gehört. Die coolen sitzen aber hinten. Weil wir waren bis jetzt bei meiner besten Freundin. Boah, wir waren einfach 3 oder 4 Stunden dort. So lange war gar nicht eingeplant. Aber wir fahren jetzt noch zu meiner Schwiegermutti. Und weil das so weit ist mit dem Roller, sind wir jetzt mit dem Bus gefahren. Mit dem Roller. Steady sitzt auch hier irgendwo da. Die guckt die ganze Zeit aus dem Fenster, den die Bus fahren. Ich nicht. Aber gut, wir fahren jetzt mit dem Bus. Weil es einfach zu weit gewesen wäre. Jetzt sind wir auf jeden Fall gleich da. Dann besuchen wir noch meine Schwiegermutti. Und dann holt uns mein Mann ab und wir fahren wieder nach Hause. Aber wir müssen noch einkaufen. Oh, heute voll der stressige Tag. Mein Herz ist heute absolut ausgelastet. Erzähl ich euch, als ich wieder zu Hause bin. Wir sind jetzt gerade aus dem Bus ausgestiegen. Girls, Daddy, Maus? Wir sind nämlich mit dem Bus gefahren. Wir waren, habe ich gerade im Bus schon erzählt, aber ich weiß nicht, ob es zu laut war oder ob ich die Szene überhaupt reinnehme, weil es so laut war. Also wir waren auf jeden Fall jetzt und wir sind mit dem Bus gefahren, weil wir waren jetzt bis jetzt bei meiner besten Freundin, gell? Mit einem dicken Babybauch. Bald kommt das Baby, es dauert gar nicht mehr lange. Dauert gar nicht mehr lange, so 2 Wochen maximal. Ja, aber ich kenne doch die gar nicht. Deswegen ist es eigentlich egal. Es ist jetzt schon super spät. Wir sind wieder zu Hause, schon lange. Es ist jetzt mittlerweile 22.50 Uhr. Aber ich wollte noch ein bisschen was erzählen und Stella schläft jetzt, mein Mann schläft glaube ich auch schon, der hat Frühschicht, ich habe morgen noch frei. Ich hatte auch heute frei, also ich habe meistens Donnerstag und Freitag frei. Und ja, wir waren heute noch bei meiner Schwiegermutti, also ich hatte auch noch glaube ich die letzte Szene gemacht, wo wir gerade aus dem Bus ausgestiegen sind. Es war ein super anstrengender Tag für mich. Ich bin jetzt ziemlich kaputt, muss ich sagen. Das ist aber immer so, wenn ich so viel unterwegs war, weil ich das einfach nicht mehr gewöhnt bin. Einfach ist so. Ich habe übrigens gerade Popcorn gegessen. Ich hoffe, ich habe kein Popcorn zwischen den Zähnen. Ich liebe Popcorn. Ich würde töten für Popcorn. ja, auf jeden Fall. Guck mal, da hinten ist auch der Abby. Es ist spät, Leute. Der Abby. Der Merlin und die Abby, wollte ich sagen. Die liegen da hinten auf dem Bauch. Ja, auf jeden Fall waren wir noch bei meiner Schwiegermutti. Es war sehr schön. Ich habe mit ihr noch eine ganze Weile erzählt. Mein Mann hatte uns dann abgeholt von meiner Schwiegermutti. Und dann haben wir, also mein Mann ist natürlich auch noch ein Stück geblieben. Ich weiß nicht, wir sind, glaube ich, irgendwie so gegen 5 oder so. Nee, später war es. Ich war, glaube ich, schon nach 5. Sind wir dann dort los. Und dann waren wir heute noch, da habe ich aber nicht gefilmt, weil da waren so, es ist immer blöd, wenn Leute mit drauf sind. Wir waren tatsächlich noch im Cube Store, so ein Fahrradladen, ich weiß nicht, wer das jetzt nicht kennt, weil die Stelly soll zum Geburtstag ein neues Fahrrad bekommen. Sie hat, ja, ich weiß, sie hat letztes Jahr erst ein neues Fahrrad bekommen, aber sie ist so gewachsen. Das Fahrrad ist zu klein und wir fahren viel Fahrrad hier jetzt, da wo wir jetzt wohnen. Und deswegen wollen wir ihr ein schönes neues Fahrrad kaufen. Wir waren im Cube Store und weil ich habe ein Cube Fahrrad, mein Mann auch, also unbezahlte Werbung bitte, ja. Wir haben ein super schönes Fahrrad für Stelly gefunden und eigentlich mache ich sowas nicht. Wir haben uns dort eins ausgesucht und ich werde es online kaufen. Ich mag es nicht. Ich mag es nicht eigentlich, wenn Leute irgendwo gucken gehen und es dann online bestellen, weil man soll ja auch die Händler vor Ort so ein bisschen unterstützen, aber ich sag's euch ehrlich, online kostet das Fahrrad nochmal 100 Euro weniger. Also, naja, auf jeden Fall haben wir ein Fahrrad gefunden. Das bestelle ich jetzt noch schnell, weil Stelly hat ja in 2 Wochen schon Geburtstag. Und wir haben noch nicht ein einziges Geschenk. Und ich muss mich unbedingt darum kümmern. Aber bei uns steht gerade so viel auf dem Plan. Wir haben so viel zu regeln, zu klären zurzeit. Deswegen sitze ich auch jetzt gerade noch hier, weil ich will noch ein bisschen Papierkram machen, auch wenn es jetzt schon fast 23 Uhr ist. Ich habe einfach jetzt ein bisschen Ruhe und Zeit, wenn Stella schläft. Ich komme sonst einfach nicht dazu. Bei uns stapelt sich der Papierkram. Morgen kann ich einen Tag ausschlafen. Morgen Nachmittag sind wir bei Stella, ihrem alten Kindergarten, zum Sommerfest eingeladen. Da gehen wir jetzt morgen hin. Also die Stelly und ich. Und mein Mann kommt nach der Arbeit auch dorthin. Ja, und ansonsten wollte ich jetzt nur noch mal ganz kurz, ich werde mir vielleicht demnächst noch mal ein
ganzes Video dafür Zeit nehmen. Mal gucken, wie ich das mache. Wenn ihr jetzt Fragen nochmal habt, alles was zum Thema Angst ist, stellt sie gerne in die Kommentare. Wie gesagt, ich würde vielleicht nochmal ein separates Video dazu machen. Ich möchte aber trotz alledem nochmal kurz was dazu sagen. Ich hatte ja heute schon mal kurz darüber gesprochen, warum ich jetzt wieder rausgehe, weil mir ist aufgefallen, ich habe heute auf Instagram nicht so viel gepostet, dass ich unterwegs war, nur kurz, und hatte auch so ganz kurz ein bisschen erzählt und habe aber auf Instagram heute oder vorhin gerade wieder Nachrichten gelesen von, es sind nicht viele, das muss ich dazu sagen, aber trotzdem ärgert es mich ein bisschen, ich will mir sowas nicht zu Herzen nehmen. Aber irgendwie kamen dann so Kommentare wie, ich denke, du hast eine Angsterkrankung und jetzt gehst du plötzlich raus. Ich wollte dazu noch mal kurz was sagen, weil ich bin froh, dass das so ist. Bei mir ging das 2016 los. 2016, das sind 8 Jahre. Und ich habe die letzten 4, 5, 6 Jahre fast mein Leben nur drin verbracht. Also ihr habt es ja mitverfolgt. Ich habe ja ganz viel gefilmt und gemacht und getan. Und es gab Jahre, wo ich hätte mit zwei Händen abzählen können, was ich draußen war oder wo ich mal was unternommen habe oder keine Ahnung. Und es ist für mich jetzt mittlerweile, ich muss wieder angewöhnen, die Kamera zu sprechen, aber ich bin gerade wirklich ein bisschen verärgert irgendwie darüber. Ich hatte heute schon mal gesagt, ich hatte irgendwie einen Punkt in meinem Leben, ich kann euch nicht sagen, wann das war oder wie das dazu kam, der aber sehr, sehr viel irgendwie gemacht hat mit mir. Und das war eben so ein Punkt, wenn ich mich mit Stella unterhalten habe und sie mir gesagt hat, ja, oh, da war ich auch schon mal mit dem und dem und dort war ich mit dem und dem und dort war ich mit dem und dem. Und niemals hat sie gesagt, dort war ich mit meiner Mama oder so. So ein emotionales Ding für mich. Und das hat mir wehgetan. Das hat mir wirklich wehgetan, dass sie nicht irgendwie erzählen kann, ich war dort mit meiner Mama, ne? Oder ich habe das und das mit meiner Mama erlebt oder meine Mama war heute mit mir dort und dort. Ne? Dann war mein Mann, ist mit ihr in den Zoo gefahren und so. Ich konnte es nicht mit, bin nicht mitgegangen. Was heißt, ich konnte nicht, ich konnte nicht, es ging nicht. Und ja, wie gesagt, das hat mir sehr, sehr weh getan und das hat mich sehr zum Nachdenken angeregt. Und seitdem versuche ich wirklich, alles zu machen. Und mein erster sehr, sehr großer Schritt für diese Veränderung war eine Wohnung im Erdgeschoss. Weil ich weiß, dass das sehr, 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 sehr viele nicht verstehen können. Wir haben vorher in der zweiten Etage gewohnt. Ich musste mich immer überwinden, nach unten zu gehen. Und auf dem Weg nach unten, während ich die Treppe runtergelaufen bin, habe ich schon in mir gedacht, das wird nichts. Du musst wieder zurückgehen. Und das war für mich der große Wunsch, eine Erdgeschosswohnung. Jetzt haben wir diese Erdgeschosswohnung mit Garten, mit allem. Ich kann einfach, ich zeige es euch mal kurz, mich beachten, bei mir sieht es ein bisschen aus, weil die Wäsche da noch steht. Ich kann einfach dort rausgehen und bin im Garten, bin draußen. Wir wohnen hier nicht weit weg von Stellas Grundschule. Sie kommt ja jetzt in die Schule. Wir waren übrigens gestern beim Elternabend. Es war total auch emotional für mich. Es dauert ja nicht mehr lange, jetzt noch bis zum August und dann ist Stella ein Schulkind. Und wir wohnen jetzt hier also ein paar Meter von der Grundschule weg. Es ist nicht weit. Das war auch mein Wunsch, weil ich irgendwo in die Nähe wollte, damit ich dorthin gehen kann, damit ich mit ihr, damit ich sie bringen kann, damit ich sie abholen kann. Wir haben ja auch den Kindergarten nochmal gewechselt. Es gibt so viel zu erzählen. Und der Kindergarten ist auch nicht weit weg. Einfach nur, damit ich das machen kann auch. Weil ich eben, ich möchte, dass mein Kind Erinnerungen mit mir hat, schöne, was sie auch so hatte, auch wenn wir zu Hause waren. Na, sie ist ja immer bei mir. Aber wenn sie eben mal irgendwo war oder jemand mit ihr was gemacht hat, dann halt immer andere und nicht ich. Und das hat mich dazu motiviert, mich der Angst zu stellen. Ich sage es euch, es ist nicht immer leicht. Es gibt auch ganz viele Tage, wo ich auch gehe. Jetzt habe ich so einen Kloß im Hals. Kennt ihr das? Wenn ihr nicht heulen wollt. Auf jeden Fall, jetzt habe ich gleich vergessen, was ich sagen wollte. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall hat das in mir so viel ausgelöst, dass ich gesagt habe, okay, ich stelle mich jetzt der Angst, ich gehe. Und es gibt Tage, genau das wollte ich sagen, es gibt trotzdem Tage, wo es nicht geht. Es gibt ganz viele Tage, wo ich denke, nee, heute geht's nicht. Aber ich will versuchen, und das ist mein Ziel mit meinem Kanal und mit dem, was ich mache, ich nehme euch mit der Angst. Und ich möchte,
zeigen, dass man das schaffen kann. Und es geht nicht. Heute, wir sind zum Beispiel, wo wir Bus gefahren sind. Es war so eine Herausforderung für mich. Mein Herz hat gerast. Mein Herz war so schnell. Ich habe nur gedacht, oh Gott, ich muss hier aussteigen. Ich muss hier raus. Aber ich habe, und dann hat, war unsere Haltestelle zum Beispiel, wo wir aussteigen mussten. Und dann hat Stella gesagt, oh Mama, ich will noch ein bisschen weiterfahren. Dann habe ich gesagt, okay, wir fahren noch zwei Haltestellen, weil es ist egal, wenn man von so einer Einzelfahrt fährt, bucht, kauft, wie auch immer, kann man ja so weit fahren, bis man aussteigen muss. Da habe ich gesagt, okay, dann fahren wir halt noch zwei Haltestellen weiter und fahren dann noch ein Stück mit dem Roller zurück. Haben wir dann gemacht. Aber wenn ich dann aussteige aus dem Bus, also heute das Beispiel mit dem Bus, ich steige dann aus und denke mir, wow, geil, du hast das geschafft, du hast das geschafft. Du bist nicht vorher ausgestiegen, obwohl du es wolltest. Und dieses Gefühl gibt mir ein unglaublich gutes Gefühl. Also es macht mich glücklich danach. Auch heute, ich bin total stolz, dass ich diesen Tag heute so gemeistert habe. Das habe ich vorhin nicht erzählt. Da muss ich jetzt auch wieder aufpassen, dass ich nicht heule. Ich war heute das erste Mal, allererste Mal mit meiner besten Freundin in der Wohnung. Ich habe noch nie ihre Wohnung gesehen, ihre neue. Weil die haben die Wohnung gekauft vor, ich kann es euch jetzt gar nicht so genau sagen, aber es ist schon ein paar Jahre her. Ich würde jetzt behaupten, 4 Jahre oder so hat sie die Wohnung schon. 3 Jahre mindestens, 4 Jahre. Ich war noch nicht einmal dort. Sie ist immer zu mir gekommen, immer. Und das war heute so schön für mich, dass ich heute das erste Mal dort war. Oh. Ha, Leute, das ist... Also es ist halt einfach, das wollte ich nur noch mal sagen, und ich bin dann halt verärgert über Nachrichten, die mir sagen, ja, ich denke, du hast eine Angststörung und jetzt gehst du trotzdem raus. Ja, aber nicht jeden Tag. Ich bin tagelang hier drin. Ich arbeite jetzt auch noch von zu Hause. Ich bin wirklich teilweise, gehe ich auch trotzdem nach wie vor 2 Wochen nicht raus oder irgendwo hin. Aber ich probiere halt, Erinnerungen für mein Kind mit mir gemeinsam zu schaffen. Ja. Ozean. Mein Mann und ich wären da so ein Insider. auf jeden Fall wollte ich das jetzt nur noch kurz dazu sagen. Ich mache jetzt auch Schluss, weil ich möchte nicht so endlos lange Videos. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Wie gesagt, ich würde vielleicht nochmal so ein separates, nur so ein Laber-Video über die Angst machen. Das war einfach nur ein kurzes Update jetzt mal. Der Tag hat mich übelst viel Überwindung gekostet. Trotzdem habe ich heute jetzt ein gutes Gefühl, dass ich es so geschafft habe, und ich bin aber fertig. Ich bin fix und fertig zurzeit, sieht man mir auch an. Ich weiß, meine Haut ist nicht gut, meine Haare, ich bin froh, wenn die Haare wieder gewachsen sind. Und ja, das wollte ich einfach nur noch dazu sagen kurz. Genau, und jetzt beenden wir das Video, damit wir, wie gesagt, nicht so endlos lange machen. Ich freue mich, dass ihr das Video wieder angeschaut habt. Folgt uns auf Instagram. Uschi.time. Und ganz, ganz versprochen, gibt es auch nächste Woche dann wieder ein Video. Ich bleibe jetzt dran und vielleicht schaffe ich es auch irgendwann, 2 Videos wieder die Woche zu machen. Aber wir bleiben erstmal aktuell bei einem. Wenn die Zeit da ist, mache ich 2. Also, vielen Dank fürs Einschalten, und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.